Hallo, hi, willkommen zurück zu A Plague Tale, zu unserem neuen Kapitel Heilende Wunden. Ich lese mal vor. Amicia war nach dem Tod ihrer Mutter von Trauer zerfressen, während der von der Makula überwältigte Hugo nicht mehr er selbst war. Mit Lukas Hilfe durchquerten sie ein riesiges unterirdisches Rattennest. Amicia nahm all ihre Kraft zusammen, um ihren Bruder vor dem bösartigen Einfluss der Makula zu schützen. Hugo erwachte langsam wieder zum Leben. Er bestand darauf, Arnaud zu retten, der gehängt werden sollte. Nachdem ihnen dies gelungen war, nach 100 Fehlversuchen, holten sie Sophia ein und segelten auf ihrem Schiff davon. Nun befinden sie sich auf dem Weg zum Festland, um ein neues Zuhause zu finden, in dem Amicia, Hugo und Lukas den Rest ihres Lebens verbringen können. Wir werden heimkehren. Nicht alle von uns. Aber es wird ihm besser gehen. Uns allen. So. Wir können gern reden. Na gut. Frische Luft. Die Raskas hat uns gerettet. Da ist Hugo. Wir quatschen gleich mal. Ich will nur noch schauen, ob es noch was gibt. Nö, okay. Der völlig pennt. Weggetreten? Bleib so. Du willst jetzt nicht aufwachen. Glaub mir. Wie ist der Ausblick? Er ist schön. Woran denkst du? Glaubst du, ich bin anders? Naja, ich weiß es nicht. Hast du Hunger? Hä? Ja. Dann bist du ganz der Alte. Ich fühle mich anders. Alles ist anders. Das nennt sich Großwerden, Hugo. Manche Dinge beschleunigen es. Ja? Ja. Aber wir gehen die Dinge ab jetzt ruhiger an. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt. Ich freue mich schon auf die Berge. Bald. Sehr bald. Wir gehen nach Hause, Hugo. Unser Zuhause. Ja. Hoffentlich. Ich könnte ewig schlafen. Ich brauche ein Bad. Hey. Oh, hallo. Wie geht's dir? Du zuerst. Ach, wie nach einem seltsamen Traum. Er war schrecklich. Aber ich konnte nicht aufwachen, bis er zu Ende war. Verändert. Wie wiedergeboren. Auf uns wartet ein neues Zuhause, Lukas. Kommst du mit uns? Du und Hugo. Ihr zwei seid mein Zuhause. Also, ja. Wir sind froh, dass du bei uns bist. Ist das jetzt schon das Ende? Ich kann das irgendwie gar nicht glauben, weil erstens haben wir den Grafen nicht erwischt. Ich hoffe, Lacuna ist untergegangen. Und zweitens... Raus aus dem Kopf! Es ist vorbei! Was klopft denn hier so? Was ist das? Und zweitens sind die Ratten halt noch da. Es ist halt nicht. Also wir haben die Makula ja nicht ausgeschaltet. Wir sind ja nur auf der Flucht vor der Makula. Hey. Mal schauen. Gut geschlafen? Ich wachte auf und dachte, ich sei tot. Das kenne ich gut. Was macht ihr jetzt? Meine Mutter, sie hatte ein Haus, ein altes Haus in den Bergen. Ich versprach ihm, dass er glücklich sein wird. Dort wird er es sein. Klingt schön. Du wirst dort immer willkommen sein. Okay, das liegt hoch. Hey, Menschen ändern sich.
Amicia, guck mal. Ja, ich komme. Was gibt's denn hier? Hallo? Hey, was ist hier los? Geht's ihm gut? Wer weiß. Hoffentlich lebt er noch. Wir könnten ihn ja fragen. Na gut. Lebst du, Anno? Was glaubst du denn? Tote Menschen reden nicht. Kluge Junge. Hey. Es tut mir leid wegen der... Naja, wegen allem. Du wolltest, dass ich gerettet werde. Ich verdanke dir mein Leben. Sieh an, da wird ja endlich noch jemand nett. Hoffentlich bereue ich's nicht. Der Krieg ist vorbei, Anno. Wir verdienen alle Ruhe. Dir täte sie auch gut. Hey! Ein Schiff! Oh, der Graf! Oh nein, das war so klar. Es ist ziemlich schnell. Seht ihr, so ist das mit dem Krieg. Ja. Wir können nicht entscheiden, wann er vorbei ist. Vor allem, wie hat er uns gefunden? Nein, 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 das darf nicht wahr sein! Schill-diddle-diddle. Und jetzt? Mehr Tempo, das... Okay. Wir holen es ein. Amicia, Job, zu mir! Okay. Und die anderen? Die kommen klar. Bleib zum Seil auf der anderen Seite. Let's go. Dieses Klopfen, das tut mir echt leid, ne? Ich hoffe, das nervt nicht so krass. Der Scheißkerl ist nicht locker. Wir müssen sie loswerden. Ja, los geht's. Fertig. Gut. Sie kommen immer noch näher. Und jetzt? Oh nein, nein, nein. Was jetzt? Das Segel in den Wind. Wir sind nicht schnell genug. Hier hinten, schnell. Ich lasse locker und du ziehst es zu dir. Ja. Ja. Wir dürfen nicht scheitern, Anno. Tun wir nicht. Hoffentlich bin ich jetzt nicht zu langsam gewesen. Sehr gut. Und jetzt? Werft Ladung über Bord! Und welche? Komme! Achso, oh Gott. Hallo, hier! Bogenschützen! Alle Köpfe runter! Shit! War ich zu langsam? Sekunde, ich komme! Ihr könntet mit meinem Kind fliehen! Er ist nicht dein Kind, du Irrer! Tötet die anderen! Die Grafen gehört! Feuer! Feuer! Na, zur Hölle, ihr alle! Nein, jetzt nicht sterben! Die wollen uns rammen! Oh nein, nein, nein! Amicia! Nein! Okay, alles klar. Oh nein! Amicia! Amicia! Hä? Was ist los? Ja, das frage ich mich auch. Sie ist über Bord gegangen. Steh auf, Amicia! Ach, sie ist ohnmächtig geworden. Ich dachte, wir müssen es jetzt nochmal machen. Lukas! Sophia! Nein! Kommt her, ich werde euch alles zerfleischen! Es sind zu viele, Anno! Nein, nicht für uns zwei. Ich komme! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, let's go. Also, ich habe hier auch... Oh Mist, das war dumm. Zack, zack. Nicht mehr schnell. Ich werde erst ruhen, wenn der Dreckskerl tot ist. Okay. Dann nehme ich noch... Was kann ich denn nehmen? Hier. Okay. Ich bin schneller. Okay. Das wäre auch erledigt. Es gibt keine Zukunft. Shit. Das ist ein bisschen zu viel, ne? Oh, jetzt habe ich halt nichts mehr. Nein, wir schaffen das. Oh, da hinten noch ein Bogenschützen. Ciao.
Scheiße. Jetzt habe ich halt nichts mehr. Ne? Was war denn das jetzt für ein Scheiß? Wie viele sind das? Es werden weniger. Komm, Amicia! Geh wieder rein! Feuer! Oh, nein! Amicia, nein! Amicia! Amicia! Sie ist tot. Hugo, komm mit mir! Hugo, komm her! Schade, mein Kind. Die Ratten helfen hier nicht. Nein! Ein zerbrechliches kleines Ding. Alles klar! Du gewinnst! Tu ihm nichts! Nichts tun? Er ist Emilys Sohn! Mein Sohn. Er ist ein Gott. Er ist unser Ende, Victor. Du lässt ihn lieber gehen. Zu seiner Schwester. Nein. Das schulde ich Emily. Durch sie glaubte ich, diese Welt bestünde. Nicht nur aus Blut und Krieg. Dass ich sie einfach ersticken könnte, diese Flammen. Aber die Wahrheit ist, Menschen wie wir wurden geboren, das Feuer anzufachen. Was auch immer du vorhast, es wird nicht funktionieren. Er wird dich auslöschen. Er wird auslöschen, was ich ihm sage. Wir setzen die Welt in Flammen. Und ich forme mein Reich in diesem Feuer. Ein viel gerechteres. Es ist nicht vorbei, du Feigling! Du schuldest mir Blut! Dafür habe ich bereits bezahlt! Und mein Sohn braucht jetzt Ruhe! Erledigt sie! Ach du Sch... Das glaube ich jetzt nicht. Niemals. Ah, verflucht, du verdammtes Monster! Hör auf zu schreien. Für die Schmerzen. Wir trinken das auf dem Schlachtfeld. Hugo! Es tut mir leid. Ich musste wählen. Hätte ich uns nicht rausgeholt, wären wir tot. Wir müssen ihn retten, bitte. Der Graf weiß, wozu Hugo fähig ist. Wir müssen sie erreichen, bevor Hugo noch mehr leiden muss. Also los. Sophia und Lukas sind vorgegangen, um Pferde zu suchen. Ich helfe dir. Oh, verflucht. Ja. Ich fass es nicht. Halt durch. Wird bald besser. Der Graf. Hat er was gesagt? Das ist nicht das Ende. Du hast sein Herz gebrochen. Nun will er Krieg. Er will deinen Bruder benutzen, um zu erobern. Es wird nichts mehr zu erobern geben. Ich weiß. Sophia und Lukas? Etwas mitgenommen. Der Junge, er hat eine Wunde gesäubert. Geht ihm gut. Sie sind zum Wrack, suchen nach Vorräten. Zum Glück sind sie am Leben. Sie wollen dich sicher sehen. Hierdurch. Komm, langsam. Reiß die Wunde nicht wieder auf. Ja. Ich glaube, dein Trank wirkt langsam. Ich hätte diese Made von Graf töten können. Du konntest nicht gewinnen, Anno. Es ist zerstört. Es wird nie wieder segeln. Boote kommen und gehen.
Aber es ist das Meer, das Sophia trägt. Du weißt, was ich meine. Bewahre dir das, was wichtig ist. Denn wenn es weg ist... Danke. Wir holen ihn zurück. Wahrlich ritterliche Worte, Arno! Nein. So etwas wie euch habe ich noch nie gesehen. Wo ist mein Bruder, du Mistkerl? Sicher in meinem Besitz. Solange, bis er mir dient. Und bis er deinen Kopf rollen sieht. Und weiß, dass die alte Welt verbrennen muss. Scheißkerl! Ich kümmere mich drum. Ein Scheiß bist du! Hör doch nur einmal auf mich. Wieso? Damit du Rache üben kannst? Damit du deinen Bruder retten kannst. Er wird mir schon sagen, wo Hugo ist. Gib mir Deckung und pass auf. Der gehört mir! Tötet das Mädchen! Oh nein, schon wieder. Oh, können wir nicht einmal mal Ruhe haben hier? Passt auf, sie sind hier! Lukas, bist du verletzt? Nein, lass uns vorbei! Stecken hier fest! Bleib am Leben! Wir holen euch da raus! Was? Mist, ich habe ja nicht mal das. Was hast du mit dem Jungen gemacht? Er ist mein Sohn. Meine Heilige. Das Kind gehört jetzt. Oh, hä, wo ist der bitte? Hä? Das war jetzt richtig dumm. Ich bin bei euch, mein Herr. Die Verstärkung rückt an. Okay. Sie sind anders. Lukas, bist du verletzt? Nein, aber wir stecken hier fest. Bleib am Leben. Wir holen euch da raus. Ihr geht nirgendwo hin. Du verdammter Ja! Was hast du mit dem Jungen gemacht? Er ist mein Sohn. Meine heilige Waffe. Den muss ich killen. So. Lass uns vorbei. Ach, jetzt habe ich nichts, ne? Oh doch, aber erst seid ihr dran. Geht das? Mach sie fertig. Das geht auch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr wo habt ihr meinen Bruder hingebracht? Antworte, dann schenke ich dir einen schnellen Tod. Wo ist der Junge? Die Zeit der Kompromisse ist mit Emilies Tod vorbei. Jetzt stirb! Oh shit, das war dumm. Das war dumm. Okay. Wir machen das jetzt so. Nehmen wir hier noch ein paar davon. So. Ich sehe halt nichts, ne? Ciao. Warum seht ihr euch alle so nach dem Tod? Unschuldigen Opfer! Dein verdorbenes Blut wird den Boden tränken. Ich schlitz die Hexe persönlich auf. Ich komme, Hugo. Die halten uns nicht auf. Er ist mein Bruder. Sprich, wo ist er? Warum sollte ich mit einem Toten reden? Der Sohn wird uns alle retten! Wir verschwenden unsere Zeit, Arno! Wir müssen. Was ist eigentlich, wenn ich da gerade drauf schieße? Hör auf mit dem Scheiß, Victor! Wo ist er? Ist dir doch egal! Du bist doch nur mein. Ja, das bringt halt bei ihm nichts, ne? Egal, ich habe ein bisschen Zeit geschummelt. Warte. Shit! Oh, das war dumm. Hilfe? Hallo, kannst du mir mal helfen? Frag nur so. Okay, ganz schnell jetzt, ganz schnell. Und... Zack. Gibt sich der Makula hin. Marseille. Nach allem, was passiert ist, hast du ihn dorthin gebracht? Halt's Maul! Ich kümmere mich darum! Öffnet die Augen! Es ist
ist zu spät. Alle werden sterben. Und er... Anno, wir müssen sofort los. Ihr geht nirgendwo hin. Hoffentlich stirbt er jetzt auch nicht weg. Verflucht, was ist das? Okay. Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Warum kämpfst du Seite an Seite mit dieser Hexe, Arno? Willst du deinen Sohn ersetzen? Lass ihn da raus! Sein Blut klebt an deinen Händen! Wow. Du hast uns im Stich gelassen. Aber du kannst es wieder gut machen. Das war dumm. Beweise Großmut. Mach diesem Wahnsinn ein Ende und lass den Jungen gehen. Wahnsinn regiert die Welt. Sie haben sich dahinter verkrochen. Nein. Aber ich lass noch genug von dir du übrig. Du blöder Hund. So selbstbewusst. Mein Herr, wir müssen fort, jetzt! Nein! Wir bringen es zu Ende! Tötet sie! Sie versucht euch zu retten, ihr Arschlöcher! Oh nein! Den habe ich jetzt nicht gesehen, ne? Emily! Sie war die einzige Chance! Den habe ich jetzt nicht gesehen! Kniet vor mir nieder! Oder sterbt! Und jetzt? Es war Zeit für Frieden! Sehe halt nichts, ne? Machen wir sie ruinieren! Alles, was ich hatte! Du hast dich ruiniert mit deinen Lügen! Deine Technik wird nachlässig! Du hast zu viel mit Abschaum trainiert! Sie waren besser, als du es nie sein wirst! Warte. Euer Tod ist so sinnlos! Wo ist der andere jetzt? Da hinten ist noch einer. Oh nein. Ihr seid doch da hinten. Hey, stehen bleiben! Ja, stehen bleiben, genau. Bist du dumm? Oh nein, das war dumm! Ihr habt hier nichts verloren! Ich dachte, ich treffe den Topf, verdammt. Hey, stehen bleiben! Halt's Maul. Oh nein. Shit! Oh, wie viel kommen denn da noch? Achtung! Sie verstecken sich dahinter, ich scheuß sie raus! Ihr Idioten! Ihr seid der Beweis, dass wir das Leben nicht verdienen! Wer ist das bitte? Ich sehe nichts. Was zum Teufel seid ihr? Zwei habe ich noch. Ich sehe nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich den... Da, halt! Natürlich nicht. Dahinter versteckt ihr euch! Na viel Glück! Okay. Nein, das war so klar. Das war's. Du bist alt. Das zu alt für den Kampf. So. Und ihr seid so unglaublich dumm. Amicia, wer gehört dir? Was? Es ist vorbei! Hör auf zu schreien. Entschuldige, ich... Bitte nicht. Nein.
Die Zeit ist gekommen. Und du hast mir ein gutes Ende beschert. Er ist ein guter Junge. Und du... Ich weiß. Du... wird die Sonne töten. Der Nebel. Hast es geschafft, du Idiot. Wir sind dir was schuldig. Er ist überall. Die Ratten werden sich ausbreiten. Sein Urteil ist gefallen. Und werden wir noch Zeit haben? Ändert das was? Gehen wir einfach. Moment, Kleiner. Ich nehme die Zügel. Ich muss irgendwas tun. Marseille. Nicht weit, schätze ich. Amicia, geht's dir gut? Nein, ich hätte... Hättest du nicht. Keine Ahnung, wie du überhaupt noch stehen kannst. Du hast alles gegeben, Amicia. Das wusste er auch. Und du hast ihm gegeben, was er am meisten brauchte. Den Tod des Grafen. Nein, Freunde. Und eine echte Bestimmung. Ja. Er hat sich für uns geopfert. Er soll nicht umsonst gestorben sein. Jetzt müssen wir Hugo finden. Das wird ein Problem. Marseille ist so verdammt groß. Dieser Nebelausbruch hat bestimmt Spuren hinterlassen. Was dort auch geschieht, Hugo ist mittendrin. Woher wissen wir, dass er noch lebt? Ich hoffe auf irgendein Zeichen. Oha. Die Art von Zeichen? Ja, das ist er. Aber das dürfte kein gutes Zeichen sein. Was ist das für ein Lärm? Kommt er aus der Stadt? Er kommt aus dem Boden. Sie führen uns hier weg. Lauf! In der Stadt ist etwas Schreckliches passiert. Was? Was ist passiert? Flieht in die Hügel. Nein! Zum Meer! Suchen wir ein kleines Boot! Was ist das für ein Groll? Das Tor zur Hölle wurde geöffnet! Marseille ist verloren! Der letzte Ruf der Makula. Mama! Wir müssen zurück und Mama suchen! Steh auf! Bitte steh auf! Ich kann nicht! Mein Bein! Du musst! Wir brauchen ich mehr Helfer! Ich das Ding auf! Marseille, sie verbarrikadieren das Tor. Warum? Weil das Grollen von der anderen Seite kommt. Und die Leute, die noch da drin sind, die sind schon tot. Mach weiter. Und jetzt? Es gibt noch ein anderes Tor, aber das Heu liegt im Weg. Warte, wir haben die Kanone. Kannst du sie bedienen? Keine Ahnung, warte. Du schiebst hier, so müsste es gehen. Ich hab's raus, glaube ich. Dann los! Griechisches Feuer? Ja, der Graf hat sich ein paar Wagen vom Orden besorgt. Wir gehen also
Hinter diese Mauern? Denk jetzt nicht drüber nach. Gehen wir, Sophia. Und weiter geht's. Dieses Beben kommt nicht aus dem Boden. Nein, es kommt von den Stadtmauern. Das ist wie ein Herzschlag. Sein Herz, das sie führt. Was meinst du? Wie viele? So fängt es also an. Was? Unsere Strafe. Was zur Hölle? Nein. Schneller, Sophia! Schneller! Ja. Amicia, jetzt! Bleibt weg! Hilfe! Okay, 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 okay. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ja, es werden immer mehr und ich weiß nicht, ob jetzt. Wir sind nicht schnell genug! Warum sollte unser Bruder uns umbringen wollen? Jawohl, jetzt ist sein Verstand wahrscheinlich wieder komplett gelöscht. Hoffentlich! Bitte, bitte! Langsamer! Halte, bitte, halte! Es hält! Verfolgen Sie uns nicht mehr? Sieht so aus! Wir sind da. Ich war noch niemals in Marseille. Tja, du kommst zur besten Jahreszeit. Suchen wir meinen Bruder.